Das Highlight der noch so jungen Faschingssaison 2012 steht nun unmittelbar vor der Tür. Am Sonntag, den 8. Jänner, wird das größte Event der 5. Jahreszeit, der Landesnarrentag, inzwischen zum 3. Mal in der Kummenberg-Gemeinde Koblach durchgeführt. Der durchführende Verein ist also die Faschingsgilde Schollerstercher Koblach, und so lud der langjährige Obmann Günther Oberscheider unter anderem zusammen mit Hauser Bürgermeister Fritz Meierhofer, VVF-Präsident Ernst Schmid und weiteren Offiziellen zur Pressekonferenz. Das 30. Mal in insgesamt 31 Jahren Landesnarrentag wird dieses Mammut-Event durchgeführt und Fritz Meierhofer darf in diesem Jahr über 3.500 aktive Narren beim Umzug begrüßen. Eines ist allen Beteiligten klar, ohne die Unterstützung der Gemeinde könnte der Startschuss zur 5. Jahreszeit in dieser Form nicht umgesetzt werden. Ja, 30. Landesnarrentag am kommenden Sonntag in Koblach. Das ist wirklich zum einen eine große Ehre für uns, das mit den Schollerstechern durchführen zu können, aber natürlich auf der anderen Seite auch eine große Herausforderung, aber der wir uns natürlich sehr, sehr gerne stellen. Die Kummenberg-Gemeinde Koblach hat aktuell ungefähr 4.400 Einwohner. Zum Landesnarrentag werden neben den 3.500 aktiven Umzugsteilnehmern noch ca. 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Somit wird das kleine, idyllische Dörfchen im Vorarlberger Oberland aus allen Nähten platzen. Die Aufregung aber hält sich seitens VVF-Präsident Ernst Schmid in Grenzen. Denn er weiß ganz genau, dass er mit der Faschingsgilde Schollerstercher Koblach einen mehr als nur kompetenten und erfahrenen Organisationsverein an seiner Seite hat. Wenn jemand schon den 3. Landesnarrentag organisiert, kommt natürlich eine gewisse Erfahrung mit ins Spiel und somit wird es auch für den Landespräsidenten etwas leichter zu sagen, okay, super, ein erfahrenes Team mit meinem erfahrenen Team aus dem Präsidium und somit kann fast nichts mehr schiefgehen. Günther Oberscheider, langjähriger Obmann der Faschingsgilde Schollerstercher Koblach, weiß, dass man mit seinem Organisationskomitee nicht nervös sein muss, ist sich aber auch bewusst, dass das Wetter schon eine große Rolle spielt. Gerade hinsichtlich Parkplätze hat das Wetter in den letzten Wochen nicht unbedingt in die Karten der Organisatoren gespielt. Dem aber hat man schon im Vorfeld entscheidend gegengesteuert. Zusammen mit dem Vorarlberger Verkehrsverbund haben sich die Schollerstercher und das Präsidium des VVF etwas ganz Besonderes einfallen lassen und natürlich auch gleich in die Tat umgesetzt. Jeder Einzelne, der am Sonntag, den 8. Jänner beim Landesnarrentag Gast sein wird, kann sich unter fg-koblach.at oder unter vvf.at einen Coupon herunterladen, mit dem er gratis zum Landesnarrentag und wieder nach Hause kommt. Mit perfekt getakteten Shuttlebussen vom Bahnhof Klaus nach Koblach sind fast keine Wartezeiten garantiert, das Auto kann stehen gelassen werden, das Parkplatzproblem in Koblach ist quasi kein Problem mehr und einem feuchtfröhlichen Faschingseinklang steht nichts mehr im Wege. Ganz einfach der Hinweis, das ist uns das Wichtigste. Die Parkplatzsituation in Koblach ist nicht ganz einfach aufgrund der Wettersituation, aufgrund der Niederschläge. Also wir fordern ganz einfach und bitten die Zuseher innigst, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Koblach zu kommen, am besten mit dem Zug nach Klaus und von Klaus mit dem Shuttlebus direkt zur Hauptschulturnhalle, Mittelschulturnhalle. Aber wir freuen uns sehr, dass wir jetzt zum 30-jährigen Jubiläum vom Verkehrsverbund Vorarlberg diese gratis An- und Abreise anbieten können und wir hoffen, dass alles gut geht und dass die Leute möglichst diese Sache gut annehmen. Auch der soziale Gedanke kommt bei den Vorarlberger Narren nicht zu kurz. So wird das Projekt von Nathalie Moosmann, Kinder helfen Kindern, tatkräftig unterstützt. Im Sommer schon wurden von den Kindergärten Koblach 60 Fahnen gemalt, die am Sonntag den Umzugsweg und die Festhalle schmücken werden und die in weiterer Folge um 64 Euro pro Stück verkauft werden. Mit diesen 64 Euro kann ein Kind im Senegal für ein halbes Jahr in die Schule und so die doch so wichtige Bildung am eigenen Leib erfahren. Im Vorfeld schon kann man sich seine eigene Fahne reservieren lassen, das Ganze unter fg-koblach.at. Nathalie Moosmann ist Jahr für Jahr selber im Senegal, um zum einen das Geld, welches sie unter anderem durch solche Aktionen sammelt, persönlich abzugeben und zum anderen Schultaschen und alles, was man für die Schule so braucht, zu verteilen. Die Fahnenaktion ist eine sehr, sehr wertvolle Sache für mich. Ich habe das Projekt Wissen macht stark und Wissen macht stark bedeutet stark machen für Bildung, stark machen für Ausbildung. Und diese Ausbildung und Bildung, die fördere ich. Ich fördere die Schulkinder im Senegal. Und das sind nicht nur Kinder, das sind auch Jugendliche.
verschiedensten Ausbildungsplätzen. Das heißt vom College, von der Grundschule, College bis zur Krankenschwester oder was auch immer die Kinder alles lernen wollen, versuche ich zu fördern. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, weil ohne Bildung in einem Land wie Afrika haben die Kinder keine Chance. Man darf sich also auf einen Landesnarrentag der ganz besonderen Art freuen. Alle Informationen zum Programmablauf am kommenden Sonntag bekommen Sie unter fg-koblach.at oder unter vvf.at.